Und aus Berlin ist uns jetzt der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich zugeschaltet. Guten Abend, Herr Friedrich. Guten Abend, Frau Slomka. Herr Friedrich, Sie haben gesagt, Sie akzeptieren nicht den Import autoritärer, antidemokratischer und fanatischer Ansichten. Das klingt ja so ein bisschen so, als käme das Böse von außen. Aber mit das Böseste, was wir hier in diesem Land in den letzten Jahren erlebt haben, waren die 10 Terrormorde durch deutsche Neonazis. Das ist wahr. Also trotzdem ist an dem Satz, glaube ich, nichts falsch. Natürlich wollen wir keinen Import von undemokratischen, menschenverachtenden Ideologien. Aber ich glaube, es geht ja hier auch noch um ganz andere Fragen, nämlich um eine Studie, die Sie ansprechen, die 760 Seiten hat. Und 760 Seiten sagt, dass es um sehr, sehr viele komplexe Fragestellungen geht. Und es wäre sicher falsch, eine spezielle Randerscheinung herauszugreifen. Aber genau das ist natürlich jetzt geschehen, weil auch Sie oder Ihr Sprecher oder sonst jemand in Ihrem Ministerium diese Studie vorab, bevor sie veröffentlicht wurde, über die Bild-Zeitung veröffentlicht wurde, an die Bild-Zeitung weitergegeben wurde. Und daraus wurde natürlich prompt eine Schockstudie. Also diese Studie ist nicht aus meinem Haus herausgegeben worden. Sie ist heute veröffentlicht worden. Sie ist heute auch ins Internet gestellt worden und kann von jedem eingesehen werden. Nachmittags, die Bild-Zeitung hatte sie schon gestern. Ja, das weiß ich nicht. Müssen Sie die Bild-Zeitung fragen, woher sie hat. Von mir nicht. Jedenfalls, diese Studie existiert. Sie ist sehr ausführlich und sie hat sehr, sehr viele Aspekte, die wichtig sind zu diskutieren. Aber auch Sie haben sich in den Zitaten, die Sie abgegeben haben, gegenüber der Bild-Zeitung sehr stark auf diese eine Untergruppe konzentriert, nämlich der nicht integrationswilligen Muslimen. Die werden dadurch natürlich in den Fokus gerückt. Was nicht gesagt wird und worauf nicht die Betonung liegt, ist, dass die allermeisten Muslime zum Beispiel strikt gegen islamistischen Terrorismus sind und sich alle sehr unter Generalverdacht fühlen. Wird das nicht durch so eine solche Veröffentlichung in der Form jetzt eher noch wieder verstärkt? Also deswegen ist es wichtig, dass wir beide jetzt darüber reden. Das Wichtigste an dieser Studie ist, die Moslems lehnen in ihrer großen Mehrheit ganz scharf den Terrorismus ab. Und die allermeisten sind gerne bereit, sich in Deutschland zu integrieren, fühlen sich in diesem Land wohl. Das ist die Hauptbotschaft. Es gibt daneben Randerscheinungen. Es gibt eine Zahl von Nicht-Integrationswilligen. Und es gibt sicher auch eine Zahl von vor allem jungen Leuten, die für Radikalisierung anfällig sind. Und dagegen habe ich auch schon etwas unternommen im letzten Jahr, die Sicherheitspartnerschaft mit den muslimischen Verbänden. Ich glaube, eine wichtige Sache, die auch durch die Studie bestätigt wird. Auch diese Sicherheitspartnerschaft betont natürlich gerade diesen Sicherheitsaspekt. Das schwingt dann auch mit, da gibt es eventuell Terrorgefahren. Sie selbst haben mal gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Damit sagen Sie den Leuten doch eigentlich, ihr müsst euch erstmal umtaufen lassen, bevor ihr zu uns gehört. Also vor allem habe ich gesagt, die Menschen muslimischen Glaubens, die bei uns leben, gehören zu dieser Gesellschaft. Ich weiß, dass dieser Satz nie zitiert wird, aber da sind wir genau beim Problem, Frau Slomka. Es wird bei allen Dingen, werden Randaspekte skandalisiert und es wird nicht die große Mehrheit, die Normalfälle in den Fokus gerückt. Und deswegen hat sich diese Studie auch mit der Frage, was ist eigentlich die Rolle der Medien in diesem Zusammenhang. Ach so, jetzt sind die Medien sozusagen. Nein, aber das ist ein wichtiger Teil dieser Studie, dass die Medien eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen mein Appell, den ich heute auch an die Medien gerichtet habe, sich nicht nur mit Problemen und Randerscheinungen zu befassen. Aber genau, das tun Sie doch auch, Herr Minister, auch, wenn Sie sagen, wir brauchen eine Sicherheitspartnerschaft, wenn Sie sagen, der Islam gehört historisch nicht zu Deutschland. Das transportieren wir Medien dann. Aber natürlich gibt es diese Teilaspekte und ich kann natürlich als Innenminister nicht ignorieren, dass es die Gefahr der Radikalisierung junger Leute gibt. Bedenken Sie, am 2. März vor einem Jahr, also das jährt sich gerade morgen, gab es den ersten islamistischen Anschlag auf deutschem Boden von einem jungen Mann in Frankfurt, der sich selbst radikalisiert hat. Ich kann diese Phänomene doch nicht ignorieren. Herr Minister, danke für das Gespräch.